Hallo und willkommen zu Die richtig ist die Wahrheit. In der deutschen Medienlandschaft, an Schulen und auch generell sehen wir ein Defizit an Informationen über den Islam. Man berichtet gerne andauernd über Attentate von Islamisten, bespricht die Attentate wochenlang in Talkshows, aber ohne tatsächlichen Erkenntnisgewinn, weil man die unangenehmen Tatsachen im innerislamischen Bereich verdrängt, anstatt sie zu analysieren und den Ursprüngen von Anschlägen auf die Spur zu kommen. Aber auch von Menschen, die über den Islam ganz genau Bescheid wissen, sollte man sich nicht zu viele offene Worte erhoffen. Vielmehr sieht man hier unehrliche, selbstverliebte und teilweise offenkundige Lügner für finanzielle Ziele arbeiten. Oder solche, die tatsächlich an ein Jenseits glauben und sich Vorteile bei einem Gott ausmalen, weil sie Menschen mit Lug und Trug in ihre Religion locken. So haben wir auf der einen Seite pauschale Unwissenheit und auf der anderen Seite keine Ehrlichkeit. Und dies führt unweigerlich zu Konflikten. Konflikte, die in Europa zu Angstwellen grassieren und es den Geheimdiensten erleichtert, die gesamte Bevölkerung mit deren Zustimmung als potenzielle Kriminelle zu sehen und unter Dauerüberwachung stellt. So vernichtet man irrational die Freiheit, von der man Angst hat, sie zu verlieren, wenn die bösen Purchen, genannt Muslime, völlig willkürlich in den Medien dargestellt werden. Und Konflikte, die in Kriegen weit außerhalb der europäischen Grenzen, interessanterweise oft genug durch Europäer geführt werden, ausarten. Aber vor allem Konflikte, die die eigenen, sogenannten muslimischen Länder in Schutt und Asche legen. Kurzum, am meisten leiden Muslime durch andere Muslime. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, einfach mal die Inhalte zum Islam so nüchtern zu betrachten, wie es nur geht. Da wir, und mit wir sind ein Co-Moderator und ich gemeint, keiner Religion angehören, ja noch nicht einmal an Götter glauben, als unvoreingenommen betrachten, um den Islam von außen her zu analysieren und zu beurteilen. Wir zensieren uns nicht selber. Und so können wir frei den Islam kritisieren und dessen Lehren. Gleichzeitig haben wir auch ein offenes Auge auf die sogenannte Demokratie hierzulande, denn wir sehen auch da beträchtliche Mängel. Kurzum, wir empfinden uns als denkende Menschen, die auch Atheisten sind. Diese wöchentliche Sendung dauert ungefähr eine Stunde, meist mit einem vordefinierten Thema, welches in einer Serie behandelt wird. Und es soll keine Einbahnstraße sein, in welcher nur wir beide darüber reden, sondern hier kann jeder mitsprechen und seine Sicht der Dinge präsentieren. Jeder spricht hier generell für seine eigene Person. Wenn euch also etwas brennend interessiert, was gerade die Woche durch sehr präsent war in den Nachrichten oder im Web, so könnt ihr euch hier einbringen. Oder wenn ihr einen Fehler entdeckt, sind wir froh, darüber informiert zu werden. Wollt ihr euch lediglich durch reines Predigen alleine profilieren, ist das die falsche Plattform. Mitreden könnt ihr entweder per Kommentarfunktion auf YouTube oder per beliebterer und direkterer Möglichkeit, wenn ihr euch in das Gespräch einklingt. So habt ihr die Wahl zwischen einfachem Zusehen und Zuhören auf http://live-die-gottlosen.ch oder um aktiv mitzumachen unter http://hangout.die-gottlosen.ch. Mein Name ist Naim Rashidi, einfacher ist es aber, mich Ike zu nennen. Und wie man es heraushört, habe ich einen Akzent. Ich komme aus der Schweiz. Mit mir spricht Dr. Stefan Kees, welcher ohne Akzent mich hoffentlich phonetisch neutralisiert. Und in gewissen Situationen wir uns gegenseitig die Stirn bieten. Er fing an, im Königreich Tonga als einfacher Lehrer auf Deutsch seinen zwei Schülern im ganzen Land den Islam näher zu bringen. Jahrzehnte später bekam er einen Lehrstuhl in der vom Königreich Tonga mitbetriebenen University of the South Pacific und lehrt dort islamische Meteorologie, nachdem er seinen Doktor gemacht hat über die Flügelbreite des Buraks und dessen Fluggeschwindigkeit in winterlichen Tiefdruckgebieten der arabischen Halbinsel. Ich übergebe das Wort Herrn Dr. Stefan Kees und er wird uns fachmännisch erklären, warum es keinen Atheismus gibt und was das Wort Islam seiner Definition nach alles beinhaltet. Oder auch nicht. Hallo, also wir haben jetzt schon wieder eine Woche nach Muttertag. Wir haben den 15. Mai 2016 und immer noch bin ich irgendwie der Meinung, dass wir genau sagen müssen, warum wir, was wir und wieso wir nicht. Und seltsamerweise gibt es immer noch Leute, die nicht wissen, was dieses Wort Atheist eigentlich ist. Und deswegen, ich weiß, es geht manchen Leuten auf den Sack, aber irgendwie ist es tatsächlich immer noch so, dass viele es nicht verstehen. Das heißt also, ein Atheist macht keine Aussage, er stellt keine Forderungen, er hat keinen Standpunkt. Da ist einfach nur ein Element drin und das ist der Unglaube, das Nichtglauben, das Weigern, etwas zu glauben, was keine Beweise hat. Das heißt also, Götter oder Drachen, ich sage einfach, ich glaube es nicht. Das ist jetzt kein Standpunkt, das ist keine Aussage,
Das ist einfach nur, dass ich es nicht glaube. Ich stelle keine Forderungen, keine Behauptungen, nichts. Warum können Leute das nicht verstehen? Ich weiß es nicht. Ein Atheist ist jemand, der nicht glaubt, dass Götter existieren. Ein Atheist ist aber nicht jemand, der denkt, dass das Universum aus dem Nichts entstanden ist oder durch Zufall oder irgendwas über irgendein Universum, sondern nur der Unglaube, der Nichtglaube über Götter. Das hat nichts damit zu tun, das hat nichts mit Evolutionstheorie zu tun. Ich weiß nicht, warum die Leute immer denken, Evolutionstheorie ist gelogen, das ist keine Wissenschaft, das ist dieses, das ist jenes und das soll mich irgendwie beeindrucken. Tut es nicht. Mir ist Evolutionstheorie genauso egal wie die Entstehungsmethodik des Universums. Wir wissen nicht, wie das Universum entstanden ist. Wir wissen nicht, was der Ursprung des Universums ist. Wir haben nur den Urknall. Das bedeutet, ein Punkt, bis zu dem wir verfolgen können, was mit dem Universum passiert ist. Was davor ist, wissen wir nicht. Und das heißt also, nicht, dass das Universum ein Anfang ist. Ich habe meine eigene These dazu. Ich weiß nicht, aber die hat sich bei mir manifestiert. Vielleicht eine göttliche Eingebung. Es sind pinke Affen haben das Universum in die Welt gepinkelt. Ja, genau. Und ich sage immer, das war die magische Biene. Da kann jeder seine eigene Meinung drüber haben, ja. Mir muss jemand das Gegenteilige beweisen, dass es nicht so war. Also. Das geht nicht, das ist ja das Schöne. Und deswegen kommen dann Leute und sagen, ja, aber wir wissen genau, wie es war. Ja, wie war es denn? Ja, Gott war es. Ja, okay, was hat er denn gemacht? Ja, nee, er war es. Aber wie denn? Ja, das wissen wir nicht. Ja, was soll das denn dann? Das ist doch keine Erklärung. Das ist einfach nur eine Behauptung, Gott war es. Wie hat das gemacht? Ja, das wissen die auch nicht. Aber das ist doch keine Erklärung. Das heißt also, ich bin so ehrlich und sage, ich weiß es nicht. So, das heißt also, als Atheist stelle ich keinerlei Behauptung auf. Ein Agnostiker, der sagt, ich bin mir ganz sicher, ich weiß, dass es keine Götter gibt. Das ist aber Quatsch. Das heißt, dieses ganze Gnostik und Agnostik, das kannst du komplett in die Tonne hauen. Diese Wörter sind sinnlos. Keiner weiß es, weder der eine noch der andere. So, also können wir nur über Glauben reden. Und epistemologisch ist eben Wissen eine Unterfunktion des Glaubens. Und beim Glauben gibt es halt mehrere Abstufungen. Ich kann glauben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Das sind dann so Sachen wie, wenn ich hier den Kuli, den ich in der Hand habe, wenn ich den loslasse, fällt der nach unten auf den Tisch. Das ist etwas, was ich glaube. Genauso wie ich glaube, dass morgen früh die Sonne aufgeht. Das heißt also, das sind dann Glaubensfragen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Das heißt also, alles, was ich habe, ist eine Wahrscheinlichkeit. Und ein Atheist sagt halt, es ist unwahrscheinlich, dass es Götter gibt und deswegen glaube ich auch nicht daran. So lange, bis jemand kommt und mir sagt, hier, bitteschön, hier ist der Gott, der kann das. Ich habe keine Ahnung, was ich brauche, um zu beweisen, was ein Gott ist, weil ich nicht weiß, was ein Gott ist. Das heißt also, ein Gott, wenn er denn irgendeine Funktion oder ein Attribut hat, dann wird dieser Gott schon wissen, was er mir als Beweis vorlegen kann. Und wenn er auch noch gütig ist, dann wird das auch noch tun. Wenn er allmächtig ist, dann kann er das auch. Und wenn er allwissend ist, dann weiß er auch, was ich brauche, um ihn zu beweisen. So einfach ist das. So, der zweite. Letzte Woche hatten wir einen Christen hier. Der hat gesagt, Gott will sich gar nicht beweisen. Ja, dann brauche ich nicht dran zu glauben. Fertig. Ja, aber trotzdem hat er selber irgendwie versucht, uns zu beweisen, dass es diesen Gott gibt. Oder? Nein, damit beendest du jede Diskussion. Weil wenn ein Gott sich nicht beweisen will, warum soll es dann einen Gott geben? Das ist doch Blödsinn, das kann ich auch genauso gut sagen. Es gibt Drachen, aber die wollen nicht, dass wir wissen, dass sie existieren. Well, who the fuck cares? Warum soll ich mich dann darum kümmern, dass es Drachen gibt, wenn die keinen Einfluss auf mich haben und auch nicht wollen, dass ich da irgendwie irgendwas über die weiß? Dann kann ich die auch genauso gut vernachlässigen und sagen, dann brauche ich die nicht in meinem Leben. Damit ist mein Leben sehr viel einfacher geworden. Aber die andere Frage ist dann, wieso ist dann die Bibel so wichtig? Also in Bezug jetzt auf den Christen. Ja, eben. Das macht ja keinen Sinn dann. Er hat sich ja selber dann ins Abseits geschossen. Ah, nee, das sind so Kindsköpfe, weißt du. Ich verstehe das nicht.
So, das Zweite ist, was dann noch viel, viel schlimmer wird, ist, sie sagen dann Atheismus, du betreibst Atheismus. Ein Ismus ist immer etwas, was du betreibst. Das heißt also, ein Ismus hat ein Ziel, das hat eine Doktrin, du folgst irgendjemandem, irgendwem mit einem Ziel. Nur, wenn ich nicht glaube, dass Götter existieren, habe ich kein Ziel. Und es ist wenig zeitaufwendig, nicht zu glauben. Das ist genauso, wie wenn ich nicht glaube, dass es Drachen gibt oder wenn ich keine Briefmarken sammle. Wenn ich keine Briefmarken sammle, dann tue ich auch nichts. Dann habe ich auch kein Ziel. Ich habe nicht das Ziel, keine Briefmarken zu sammeln. Und das Ziel ist auch nicht, ein leeres Briefmarkenalbum zu haben. Das heißt also, diese ganzen Ismen sind Blödsinn. Ist fertig. Also den Aphilatelismus, das ist Blödsinn. Ich weiß nicht, warum die Leute dann glauben, Atheismus ist gerechtfertigt. Aber nur um eine Diskussion zu ermöglichen, sage ich, okay, ich Leute. Muss jetzt gleich nochmal hier rein springen. Ist das, was wir aber jetzt gerade in diesem Augenblick mit dieser kleinen Show hier machen, nicht eine Form von Atheismus? Nein. Es geht ja um Götter, beziehungsweise um das Thema Gott an sich. Ja gut, aber wenn ich über Briefmarken sammeln rede, sammle ich ja keine Briefmarken. Das heißt also, das, was ich jetzt im Augenblick tue, dass ich über Atheisten rede oder wenn ich über Götter rede, ist ja nicht, dass ich etwas glaube, sondern mich nur damit beschäftige. Das hat ja da nichts damit zu tun. Ich bin im Augenblick nur Mensch. Das heißt also, ich bin im Augenblick kein Atheist, weil ich im Augenblick nichts tue oder nichts glaube oder nichts irgendwas. Da ist nichts. Ich unterhalte mich nur darüber. Das heißt also, indem ich mich mit etwas beschäftige, ist das nicht die Tätigkeit an sich. Also indem ich über Wasserskifahren rede, fahre ich nicht Wasserski. In dem Augenblick, wo ich über Fallschirmspringen rede, springe ich nicht beim Fallschirm. Das meine ich ja, aber dann bist du nicht der Fallschirmspringer. In dem Moment betreibst du ja Ich habe ja kein Ziel. Ich versuche ja nur zu erklären, was ich, worüber ich denke. Das tue ich aber nicht in meiner Funktion als Atheist, weil der Atheist, der glaubt halt nun mal nicht. Jetzt im Augenblick bin ich aber nur Mensch. Das heißt, im Augenblick bin ich Skeptiker, im Augenblick bin ich, weiß ich nicht, was ich alles bin, wenn ich mich über den Islam unterhalte. Aber ich bin auf jeden Fall kein Atheist, weil ein Atheist hat nur ein einziges Attribut und das ist nicht Glauben und das bezüglich Götter. Fertig. Und da bin ich jetzt im Augenblick, bin ich einfach nur neugierig, was andere Leute darüber denken, wenn wir uns über den Islam unterhalten. Und das ist eigentlich alles. Das heißt also, was für Attribute ich im Augenblick in meiner Persönlichkeit habe, dass ich Aktivist bin, dass ich sehr auf Wahrheit und sehr auf Fakten abfahre, das ist ja dann ganz was anderes als nee, also ich bin nicht tätig als Atheist oder ich fördere auch nicht den Atheismus oder was, sondern ich bin einfach nur jemand, der sich über den Islam unterhält. Da gibt es so viele verschiedene Wörter für, warum man das unbedingt verkuddeln oder vermengen muss. Ich habe zwei Wörter für dich. Du bist stur und ignorant. Ja, wahrscheinlich, das wahrscheinlich auch. Ja. Und deswegen mache ich das halt. So, aber einfach nur um die Diskussion zu ermöglichen, bin ich halt Atheist und praktiziere Atheismus. Also mir ist das eigentlich relativ egal, wie man mich nennt. Das sind ja nur Wörter, das sind ja nur Labels, die man außen auf die Schublade klebt, um dann zu wissen, aha, der kommt in die Schublade so und so. Und da ist es ja so mittlerweile, dass die Muslime gemerkt haben, das ist nicht wie 1000 Jahre lang angenommen, die Christen, die wir mit Argumenten überzeugen müssen, sondern die eigentlichen, die viel gefährlicher für uns sind, weil sie eben mit Fakten und mit rationalem Denken und mit wie sagt man denn Reason auf Deutsch, weiß ich nicht, mit Logik und so weiter kommen. Das sind die, die nicht glauben. Bei denen können wir nicht mit den Argumenten kommen, ja, du glaubst ja an drei Götter und du glaubst ja, das Gleiche wie wir, nur halt in einer anderen Geschmacksrichtung und so weiter. Nee, und das haben die mittlerweile kapiert, dass die Ungläubigen, die Nichtgläubigen, die nicht an Götter glauben, also jemand wie ich, dass das die größte, am schnellsten wachsende Gruppe ist, weil die Leute merken, dass Götter im 21. Jahrhundert völlig überflüssig sind.
Und das werden halt immer mehr. Deswegen, je mehr Leute vom Islam in Nicht-Muslim-Länder kommen, desto weniger Moslems gibt es. Weil die zweite Generation ist dann schon, entweder ist sie voll radikalisiert und voll Fundamentalist oder halt auf der anderen Seite überhaupt nicht mehr interessiert am Islam. Und deswegen unterhalten wir uns über den Islam, weil der Islam immer mehr, also so früher war politisch. Das heißt also, die ersten Kalifen, das waren reine Politiker. Und da ging es ja um die Herrschaft, um den Machtanspruch, um die Umma, die Nation der Muslime. Dann wurde es mehr spirituell und die Leute haben gedacht, so, wir denken uns jetzt an unseren Gott und so weiter. Und jetzt wird es plötzlich wieder politisch. Das heißt also, jetzt ist das wie Kommunismus plus Gott. Und da ist jetzt wieder so, dass die Leute sagen, ihr müsst Kommunisten, Quatsch, ihr müsst Islamisten sein, damit eben unser Gott seine Regeln einstellen kann in diese ganze Nation. Und da reden wir halt drüber und wir zeigen den Leuten, was der Islam ist, wo er herkommt, wo er historisch herkommt. Und da haben wir halt den Koran aufgedröselt und der Ei guckt jetzt sich die Ursprünge innerhalb der Geschichte an und versucht dann halt zu zeigen, wo diese ganzen Ursprünge liegen von weiß ich was, 6, 7, 8, 10.000 Jahren. Ich finde das immer witzig, es gibt ja Christen, die sagen, das Universum ist gerade mal 6 oder 10 oder was immer, wie viel tausend Jahre alt. Und wir haben Beweise, dass die in der Antike Menschen im mesopotamischen Raum, im Zweistromland, da schon ihr erstes Bier getrunken haben. Das heißt, ich finde es immer so witzig, wenn die Leute sagen, ja, das Universum ist 6.000 Jahre alt, weil es aufgrund der Bibel kann es nur so alt sein. Und dann finden wir Sachen, die darauf hindeuten, dass da schon die Leute, weiß ich was, gemacht haben. Das ist so albern. Ehrlich, aber Religion wirklich, das ist ein Phänomen, das ich einfach nicht verstehe. Ich gucke mir den Islam an und ich sage mir, warum brauchen Leute diese strikte, rigide Struktur, die sagt, okay, du musst morgens um 4 Uhr aufstehen, musst dich auf die Erde schmeißen und musst in eine bestimmte Richtung bestimmte Bewegungen machen, als ob ein Gott, der steht jetzt nicht über dir im Zimmer, sondern der ist mehr als 15 Milliarden Lichtjahre entfernt, weil er ja außerhalb des Universums ist. Und der guckt dann auf Milliarden, Trilliarden und Zillionen von Planeten und auf einem von diesen, in einer Galaxie von diesen Milliarden, ist ein kleines Planetchen, so ein Pünktchen, und da sind so ein paar Dinger drauf und die legen sich jetzt auf die Erde oder auf die Knie und da das vollbringen die jetzt und der Gott ist dann voller Wohlwollen zu diesen Wesen, die da in 15 Milliarden Lichtjahren Entfernung irgendwo dann auf die Erde schmeißen. Wer glaubt sowas? Kapiere ich nicht. Keine Ahnung, also laut muslimischen Quellen 1,5 Milliarden Muslime. Ja, aber wer braucht das? Wie muss das Gehirn gestrickt sein, das denkt, ich muss mich jetzt ich muss mich jetzt in irgendeine Himmelsrichtung drehen und so tun, als ob in dieser Himmelsrichtung dann irgend so ein schwarzer Kubus steht. Und wenn ich in die Richtung dann so mich verneige und verbeuge und so ein paar Handbewegungen mache und ein paar Kopfbewegungen mache, dann guckt da irgendwo weit, ganz weit draußen einer und sagt, ja, muss das sein, du kriegst jetzt 10 Punkte. Wie muss das Gehirn gestellt sein, dass es sowas akzeptiert? Aber kriegen die Hindus nicht mehr Punkte, weil sie legen sich ja ganz hin zum Beten? Also Teilgöttern, legen sie sich komplett flach mit dem Gesicht auf den Boden. Vielleicht kriegen die dann 12 Punkte. Ich denke, die sind ja dann viel, viel religiöser und viel näher zu ihrem Gott, weil sie sich viel mehr unterwerfen. Also der Gott kann dann schön über sie drüber latschen, wie auf einen Teppich. Die Muslime, die beugen sich und die sind ja auf Knien, aber an Hindus, die legen sich ganz hin. Also sind die dann nicht korrekter und wertvoller für den Gott? Wahrscheinlich schon. Naja, ich finde es auch ein bisschen komisch. Wie viele Götter haben wir? 200 Götter oder so weiter, 180 Götter im Augenblick auf diesem Planeten. Und alle sagen, sie haben das Universum erschaffen und alle sagen, du musst das und das machen. Und nee, einige nicht, einige sind da sehr liberal. Aber jeder sagt ja, aber ich war es. Das kann doch nicht sein.
Ich weiß noch, ich fand in der Schule, fand ich so eine Frau, fand ich unheimlich heiß. Und die sah so toll aus. Und da kam die in weiß in die Schule. Und dann habe ich gesagt, wow, siehst du toll aus. Dann hat mir die Mina, die Freundin von ihr, gesagt, Mensch, bist du doof, die ist in Trauer, ihr Onkel ist gestorben und die ist so Zoroaster. Da habe ich gedacht, hä, was ist denn jetzt kaputt? Dann habe ich mich erkundigt, was ist denn Zoroaster? Ja, das ist eine Religion und die haben auch einen Gott und weiß ich was alles. Und da habe ich gedacht, shit, ey, wie geht das? Ich bin in Teheran, meine Eltern sind Christen. Ganz in weiß, oder? Wie bitte? Kleiden die sich nicht ganz in weiß, wenn jemand stirbt? Genau, die war ja auch ganz in weiß. Deswegen sah die auch so toll aus, weil okay. Die sah wirklich umwerfend aus. Und da hätte ich aber nicht sagen müssen, Mensch, siehst du toll aus, auch, sondern ich hätte sagen müssen, oh, tust du mir leid. Ne? Aber gut, das habe ich damals nicht gewusst. Aber dann kam, wir haben Zoroaster, meine Eltern waren Christen, ich war in Teheran, wo das meiste Muslime sind. Das heißt, also, ich hatte den Islamgott, ich hatte den Christengott, ich hatte den Judengott und jetzt kam noch der Zoroastergott dazu. Und da habe ich dann gemerkt, nee, also irgendwas stimmt hier nicht. Also hier wirst du ganz toll verarscht. Und da habe ich dann gemerkt, und da war ich, wie alt war ich da, vielleicht 12 oder 13. Und da habe ich dann gemerkt, nee, das ist alles Blödsinn. Und dann weiß ich habe mich auf die Bettkante gesetzt und gesagt, kommt jetzt der Blitz, kommt jetzt dieser Donnergroll, achte mal drauf, vielleicht kommt ja erst ein kleiner Blitz so als Warnung. Und dann habe ich dann ganz vorsichtig gedacht, naja, vielleicht stimmt das ja alles nicht, vielleicht gibt es das ja. Und dann eine Woche später bin ich dann aufgestanden und habe gebrüllt, Götter gibt es nicht. Und nichts ist passiert. Und ich lebe immer noch. Schön. So, jetzt habe ich viel zu viel erzählt. Ich muss um eins weg, weil hier die scheiß Formel 1 anfängt. Und um 12 ist... Darum rufe ich extra jeden noch auf, wer kommen kann, soll kommen. Und zwar hier in der Sendung mit hangout.die-gottlosen.ch und verprasselt die Zeit von diesem Dr. Stefan Kees, weil ihm Gott weniger wichtig ist als Formel 1. Das geht also gar nicht. Also das ist Gotteslästerung auf höchstem Niveau hier. Diese brummenden Gefährt-Dinge fast schon anzubeten und nicht über Gott zu reden, geht gar nicht. Ich wurde schon letzte Woche von dir alleine gelassen. War ganz schlimm. Ja, ich bin zwar keine Mutter, hab den Tag aber trotzdem gesagt. Es muss doch immer irgendeinen Grund, irgendwas geben. Na, sorry, das war jetzt verkehrt. Es muss doch immer einen Grund geben, irgendetwas zu feiern. Nee, es muss doch immer irgendwas zu feiern geben. So, okay, there you go. Jedenfalls, der unten eingeblendete Link ist, kommt ihr direkt in den Hangout und könnt mit uns reden. Ich hätte nichts dagegen, auch wenn wieder so ein Spinner-Christ kommt, der null Beweise hat und viele Aussagen macht und viele, viele noch mehr Ansprüche stellt, hätte ich nichts dagegen. Dann kann sich unser Doktor hier mal ein bisschen damit beschäftigen. Und wenn ihr aber nur zugucken wollt, wie immer, live.die-gottlosen.ch. Ich empfehle immer, diese Kurzlinks einfach in die Favoriten zu stellen. Dann kommt ihr immer auf die Sendung, müsst ihr nicht auf YouTube lange rumsuchen etc., sondern 12 Uhr Sonntag startet die Sendung und dann wisst ihr, wo ihr hinkommt. Ja, ansonsten fange ich einfach an mit meinen Themen. Ich habe auch extra kurz Text geschrieben. Alhamdulillah. Weil, nicht, weil ich wusste, dass Formel 1 kommt, sondern weil ich saufaul war. Also ich hatte so überhaupt keinen Bock. Und ich habe den Text von letztes Mal gar nicht sprechen können. Und ich habe ihn jetzt nur noch erweitert mit dem Text für Mythologie im Islam, also die letzte Tafel vom Gilgamesch-Epos. Sollte wirklich nicht lange dauern. Inshallah. Inshallah, ja. Ich lege mich da in Schale. Da ist noch einer. Ja, in Deutschland, da darf es ja nicht Inch heißen, sondern Zentimeter, Allah. Da ist noch unser hauseigener Pole zu uns gekommen, unser Kosake. Hallo, Jakob. Wie geht's? Willst du dem Stop Spamming die Zeit verprasseln, ja? Nee, ich will nur gucken, was ihr da wieder labert. Stop Spamming will ja seine Leute gucken, die im Kreis fahren. Die fahren nicht im Kreis. Okay, hin und wieder mal eine Kurve, aber sonst ist es so. Die sind hin und wieder mal eine Kurve, die fahren nicht im Kreis, aber hin und wieder eine Kurve. Das war jetzt eine Klassik. Die fahren technisch gesehen einfach die ganze Zeit im Kreis.
Nein. Auch wenn sie eine 8 fahren, ist es ein Kreis. Ist alles im Kreis fahren. Ist Aha. langweilig und überteuert und kriegt zu viel Geld und einfach. Und Umweltverschmutzung ist es auch noch. Die fahren doch Elektro. Was? Die fahren doch Elektro. Seit wann das denn? Du kennst das nicht, dieses Ganze, weil die Formel 1 ist ja, wie sagt man, ein Testbett. Oh fuck, ich kann doch kein Fahren Deutsch. die jetzt alle mit Elektroautos oder was? Das ist doch, die haben doch diese ganze Technik mit Rückgewinnung, mit was Tesla zum Beispiel jetzt Ja. propagiert mit dem neuen Model 3. Das ist ja, kommt ja alles aus der Formel 1. Das ist ja da gebaut worden, diese ganze TKU, das ist ja alles aus der Technik, nee, die Technik ist in der Formel 1 entwickelt worden, wie man es schafft, einen Antrieb aus Elektromotoren so zu bauen, dass es erstens mal möglichst effizient ist, zweitens mal möglichst viel Energie effizient auf die Straße bringt und drittens mal die Energie so weit effizient macht, dass die Rückgewinnung, wenn du zum Beispiel ein bisschen bergab fährst oder bremst oder so weiter, dann auch tatsächlich wieder hinterher vollkommen zur Verfügung steht. Und dieses Ganze ist ja in der Formel 1 erprobt worden. Ja gut, das weiß ich, aber ich habe dich jetzt gefragt, ob die da jetzt wirklich mit Elektroautos rumfahren. Also, weil das wäre mir jetzt neu. Ja, natürlich. Die haben noch Verbrennungsmotoren an Bord, Ja, natürlich. also es ist jetzt hier nicht irgendwie nur Elektroautos, die da Es gibt rumfahren. mittlerweile auch Elektrorennautos, na klar. Ja, aber nicht in der Formel 1. Nicht in der Formel 1, da ist Nee. es Teil Elektro, das Ich stimmt. weiß, es gibt eine Liga, wo nur Elektroautos fahren. Die Das Formel E, genau. genau, ja. Das weiß ich, aber In der das ist Formel ja 1 ist es nur teilweise, das ist richtig. eben. Aber Das hätte mich da jetzt ist es gewundert, eben wenn die jetzt komplett auf Elektro umgestiegen sind. nicht Das komplett, nein, nein, nein. Aber nein, das geht ja auch gar nicht. Und mal, vor allen Dingen das Kreischen der alten V8, das fehlt mir. ja, das war klar. Aber gut, Was? wir reden ja hier jetzt über. Aber der Gott der Formel 1, der war den Leuten nicht gnädig. Was? Der Gott der Formel 1 war nicht so gnädig und hat den Krach weggenommen. Achso, Und hat das hast du Brummen übrigens vor 2 Jahren letzte Woche auf eingeführt. jeden Fall was verpasst, war lustig. Und Das jetzt war ja noch der russische Gott ganz ungnädig und hat den armen Daniel Kvyat noch demoted, runtergestuft. Also der russische Gott ist nicht so gut. Achso, du redest jetzt wieder von Formel 1 her. Ja, ich kenne mich da nicht aus. Wie gesagt, für mich ist das ein Kreisfahren. Ich finde das sau unspannend. Aber jedem Ja, das gut, seine. aber der holländische Gott war jetzt viel gnädiger und hat dem Holländer einen guten Sitzplatz in einem besseren Team beschert. Und der russische Gott ist dann geschlagen worden, weil jetzt der Kvyat eben in das B-Team gekommen ist. Komische Religion, die du da hast. Aber echt. Aber die liegen ja auch fast lang, wisst ihr? Und beten wahrscheinlich im Cockpit auch. Oh mein Gott, lass den doch endlich verschwinden. Du lachst, das werden wahrscheinlich genug Leute machen, ne? Also es ist. Aber ja, ich weiß, der Felipe Massa zum Beispiel, der ist streng gläubig. Der betet wirklich zu seinem Gott, aber irgendwie hilft er nicht. Der betet zu seinem Gott, dass er gewinnt, oder was? Wie bitte? Der betet zu seinem Gott, dass er gewinnt. Ja, Okay. klar, aber irgendwie hilft das nicht. Er sagt ja, er hat da hat sich ja eine Feder gelöst in Ungarn, aus dem Wagen vor ihm und den hat er ja an den Kopf gekriegt. Und das ist durch den Helm durchgeschlagen und hat ihm ein richtiges Loch in den Kopf gehauen. Und das war Touch and Go. Die Ärzte haben ihn wieder zusammengeflickt und der fährt jetzt immer noch. Und der hat tatsächlich hinterher gesagt, mein Gott hat mir geholfen. Da habe ich nur gefragt, wer hat denn die Feder dir an den Kopf geschmissen? Das war dann der Gott Ja, vor dem Vordermann oder was? das war der Schatan. Aber das ist ja. Was bisher geschah? Kämpft für Allah! Unser Weg ist der Pfad der Märtyrer! Thank you.
Also gut, soweit die letzte Szene, soweit sind wir noch nicht in der Geschichtenerzählung, in der Historie. Aber das war doch, das waren bestimmt die Kreuzritter, weil Islam heißt doch Frieden. Wo jetzt? Wo waren die Kreuzritter? In dem Film. Was war denn das für ein Film, der am Anfang gekommen ist? Kreuzritter. Ganz am Anfang war die Geschichte, Szenen über Spanien, also die Mauren gegen die Christen von Frankreich. Dann kam eine Szene von einem Kalid, von dem weiß ich jetzt so gesagt noch nicht viel, in welchem Jahrhundert das war. Dann kamen die Szenen des zweiten Kreuzzuges nach Jerusalem und am Schluss eben unser Harrison Ford. Also diesmal sollte es wirklich kurz werden. Wir haben letztes Mal gesehen, dass Muawiyah starb, dessen Sohn Yazid kurzzeitig die Macht übernahm und noch kürzer dann der Sohn von Yazid, Muawiyah der Zweite, kommt dann auch kaum zum Tragen der Rolle in der Herrschaftslinie. Die verbliebenen Umayyaden in Mekka und Medina wurden von Ibn Zubayr vertrieben, darunter der unter dem Namen bekannte Marwan. Ibn Zubayr war Kalif und dasselbige tat ja auch der Marwan von den geflohenen Umayyaden. Der rief sich dann in Syrien zum Kalifen aus und in Zentralarabien war es eben dieser Ibn Zubayr. Wenn man es etwas pauschal ausdrücken will, sah man hinter diesen beiden Personen vorläufig zwei Stammesgruppen dahinter. Ibn Zubayr konnte die Kaisch oder Kaisch für sich gewinnen. Dem Marwan waren die Kalb im Norden, in Syrien, die ja schon Muawiyah treu ergeben waren, sehr wohlgesonnen. Also hatten beide eine nicht zu verachtende Kraft hinter ihnen, mit der man nicht einfach ohne weiteres sofort sich gegen den anderen anlegen kann oder beziehungsweise konnte. Marwan konnte seine Position wohl auch dadurch noch verstärken, dass er die Witwe Yazids, also das vom Sohn des Muawiyah, heiratete. Sie hieß Fakhita. Jetzt habe ich Hunger. Naja, nicht so eine Fakhita, aber man spricht den Namen, glaube ich, so aus. Marwan selbst regierte nicht, ich habe ja auch Hunger. Marwan selbst regierte nicht länger als Muawiyahs Sohn Yazid. Nicht mal ein Jahr wird ihm an der Macht nachgesagt. Er soll im Jahr 685, also 5 Jahre nach dem Absterben Muawiyas, verstorben sein. Nun stand Syrien vorläufig ohne festen Führer da und die meisten Clans und Stämme tendierten dazu, sich einfach dem Ibn Zubayr, also aus Mekka, unterzuordnen. Unter Marwan soll Ägypten für die Syrer erobert worden sein, was wiederum etwas verwirrend ist, denn es bleibt stark verschwiegen, dass es überhaupt verloren ging. Vielmehr zeigte sich ja vorher, dass es schon mal erobert wurde, nachdem doch Muawiyah immer wieder die ägyptischen Aufständischen besiegt haben sollen. Und bereits das Bild vermittelt wurde, es gehöre nun dem syrischen Reich an. Wieder ein Indiz, dass die friedliche Übernahme des Islams in den frühen Jahren nach Mohammeds Tod ein reines Märchen ist. Marwan ließ es aber nicht unversucht, auch Medina zu erobern. Es endete aber immer sehr tragisch, ein Desaster für sein Heer. Nebenher musste er sich um den Irak kümmern, da dort die Schiiten immer wieder erstarkten. Und dort fand er durch diese auch sein Ende. Durch den Kurzkalif von Damaskus, den Marwan, hatte noch einen Sohn in petto, der Name dessen war Abd al-Malik. Dieser sollte in die Fußstapfen seines Vaters schlüpfen mit Erfolg. Zwischenzeitlich hatten die Byzantiner den Frieden zu Syrien, welcher von Yazid geschlossen wurde, gebrochen und so hatte man einen weiteren alten Kriegsfeind aus dem Norden zu befürchten. Weil unter Muawiyah war ja immer der Krieg da mit den Byzantinern, mit den alten Römern.
Und mit Yazid, dessen Sohn, hat ja es geschafft, einen Frieden zu schließen. Der wurde jetzt halt wieder gebrochen. Der zweite Bürgerkrieg, in welchem wir uns noch immer befinden, sollte noch gut 5 Jahre nach dem Tod Marwans andauern. Abd al-Malik, der nun im Irak beschäftigt war, konnte es sich truppentechnisch und strategisch nicht leisten, auch mit den Römern zu hadern. Also zahlte er diese einfach aus, damit sie ihn in Ruhe ließen. Fernab der Heimat, also Damaskus war die Heimat, war er so sehr mit Mesopotamien und den Schiiten im Gange, dass zu Hause sich ein gewisser Amr ibn Said sich zum Kalifen mausern wollte. Abd al-Malik kehrte kurzerhand zurück und streckte diesen Amr ibn Said eigenhändig nieder. Seine Feldzüge unternahm Abd al-Malik hauptsächlich Richtung Osten, also von Damaskus aus Richtung Osten über den Irak, teilweise halt bis in den heutigen Iran hinein. Ägypten schien ihm bis dahin noch zu unwichtig, beziehungsweise war ja bereits besiegt, und im Süden stand Ibn Zubayr noch stark genug im Wege. Die Byzantiner konnte er auch nicht allzu leicht angreifen, also bleibt nur die Richtung nach Irak und Persien. Sein Hauptgegner war einer mit dem Namen Mukabs oder Mutschabs. Der Irak war nach wie vor ein Sorgenkind aller. Die Chawarik oder die Chawarik, die sich früh von den Partei Alis abgespalten hatten, weil diese sich zu sehr beeinflussen ließ von Muawiyah damals, bestanden auch zu Zeiten Abd al-Maliks und Mukabs. Immer noch. Sie machten aber vor allem dem Mukabs das Leben schwer, denn er hatte noch einige Zeit lang die Kontrolle über den Irak. Dieses Sorgenkind, beziehungsweise die darin befindlichen untereinander nicht sonderlich freundlich gesinnten Gruppierungen, hatte Mukabs zu befehligen. Selbstverständlich gelang ihm das eher schlecht als recht, denn weder verstanden sich die Truppenglieder untereinander wirklich gut, noch mit dem Mukabs selber. Das erleichterte dem Abd al-Malik die Besiegung Mukabs ungemein. Und mit dem Abmurksen des Mukabs verleibte sich Abd al-Malik Kufa somit den Irak ein. Damit war es um den zweiten arabischen Bürgerkrieg als solches geschehen. Abd al-Malik ließ auch direkt in Kufa sich in den Kufa huldigen zum neuen echten Kalifen. Grob skizziert dürften wir uns im Jahre 691, 692 befinden. Denn noch 692 wird erzählt, dass Abd al-Malik sich nun frei Richtung Mekka bewegen konnte, um gegen Ibn Zubayr zu ziehen. Abd al-Malik ließ sich nicht lumpen und kümmerte sich nicht um das Heiligtum in Mekka. Das bestand im Wesentlichen darin, dass kein Blutvergießen erlaubt sei. Doch wie einst der Prophet und die rechte Hand Muawiyah sich nicht darum kümmerten, so scherte es auch Abd al-Malik nicht, und er bombardierte die Stadt. Ibn Zubayr, ein betagter und mittlerweile einsamer alter Mann, verstarb in seiner letzten Schlacht im Lebensalter von etwa 73. Und so endet der Zweite Bürgerkrieg in unserer Geschichtsstunde, und es sollte nur eine winzige Übergangsschilderung vom Sohne Marwans sein, dem Abd al-Malik. Denn dieser wurde ähnlich erfolgreich wie der Muawiyah, also seine Vorläufer, wenn man so will, sein erfolgreichster Vorläufer, und verdient genaue Betrachtung dann beim nächsten Mal. Habt ihr noch Fragen, oder? Das war auch mal so gut. Ich habe vielleicht als Anmerkung, dass wir jetzt in diesen Bereich kommen, wo sich Legende und Geschichte überschneiden. Das ist für mich ein extrem wichtiger Zeitpunkt, eben dieser Übergang vom 7. ins 8. Jahrhundert, weil wir da zum ersten Mal Fakten bekommen. Und deswegen ist das so ungemein wichtig, dass man jetzt irgendwie die Geschichten aus Mekka irgendwie erklären muss. Und das können wir nicht. Wir haben heutzutage noch keine Möglichkeit einzuordnen, wer eigentlich das alles erschaffen hat, diese ganzen Geschichten mit Mekka und Medina, wer diese ganzen Charaktere auf den Plan gerufen hat. Wir haben keine Ahnung, wer das gemacht hat und wann das tatsächlich geschehen ist. Weil ab jetzt kommen wir in den Bereich, wo das alles geschichtlich dokumentiert ist. Vorher gab es ja das alles nicht.
naja, es gibt ja schon die Namen wie Yakut und die alten Historiker, die arabischen Historiker, aber das Problem ist, die haben das alles auch 100 bis 300 Jahre erst danach geschrieben. Das ist das Wichtige, dass man begreifen muss. Genau. Aber so richtige Namen für Erzählungen von Historikern in der Lebzeit von einem Mohammed in Mekka gibt es nicht. Es gibt halt immer nur Hadithe. Hadith, und die nimmt man dann als gesichert dann aus islamischer Sicht. Aber ja, sonst. Die sind ja noch später entstanden. Das kommt noch dazu, ja, aber das sind so die einzigen Quellen, die mit Namen halt, wenn man sie belegen will, die mit Namen existieren, aber das sind dann nur so Sätze oder kleinere einzelne Geschichten, die dann in der Historie selber genauso viel Relevanz haben, wie wenn man über den Alexander den Großen redet, über seine Gottwerdung aus der Orakelgeschichte, als er in Ägypten war. Also das ist nur so eine kleine Geschichte, die einfach erzählt wurde von irgendjemandem und dann weitererzählt wurde und man nicht weiß, von wo die eigentlich wirklich kommt. Ich hoffe, das war verständlich, was ich meinte. So, damit die Sendung jetzt aber nicht schon fertig ist, weil der Jakob, der hat keine Fragen, der wollte einfach dem Stop Spamming hier eins Formel 1 Bein pinkeln, das fand ich gut. Brumm, brumm. Was? Brumm, brumm, habe ich gesagt. Brumm, brumm. Eben noch nur zum Gilgamesch-Epos, zur letzten Tafel. Hier geht es um die Wanderung des Gilgamesch in die Unterwelt. In der vorherigen Tafel, Tafel 11, habe ich ja geschildert, wie es um den Flutmythos steht und dass Gilgamesch mit dem Bewusstsein leben muss, dass selbst er als Halbgott zu sterben hat. Punkt aus. Die hier vorliegende letzte Tafel beginnt damit, dass Gilgamesch zwar eine gewisse Beruhigung mit der Erkenntnis der Sterblichkeit erlangt, aber trotzdem fühlt er sich einsam und will seinen verstorbenen Freund, den Enkidu, den Wald-Halbgott-Dämon, wieder mal sehen. Er geht also zu seiner Mutter und berichtet von seiner Einsamkeit und dass er Enkidu schauen möchte. Seine Mutter, die Ninsun ja heißt, erklärt ihm, im Totenreich, im Lande der Göttin Irkalla, herrschen andere Gesetze, wenn er halt diesen Enkidu sehen will. Er darf keine schönen Kleider tragen, kein duftendes Öl und die Waffen müsste er auch zurücklassen, niederlegen etc. Und er muss prinzipiell neutral und eine gewisse Emotionslosigkeit aufbringen. Sonst klappt diese Beschwörung vom Geist Enkidas nicht. Denn wenn er sich nicht daran hält, wird die Herrscherin der Unterwelt den Enkidu nicht preisgeben. Der Held unseres Epos scheint aber nicht sich an die Regeln halten zu können und so wird Enkidu nicht freigelassen. Es folgt eine Episode des Geflennes von Gilgamesch an die Götter. Zuerst heult er sich bei Elil aus, dieser antwortet nicht. Dann versucht er es bei Mondgott Sin, aber auch der kümmert sich nicht um das Gejammer. Alle guten Dinge sind drei. Bei Ea vermag er sich Gehör zu verschaffen. Und der ermahnt den Torwächter der Unterwelt, einen gewissen Nergal, die Erde zu öffnen, damit Enkidu mit seinem Freund reden kann. Nergal unterwirft sich diesem Ausspruch. Also kommt ein Gespräch zustande. Gilgamesch will wissen, was da unten so abgeht. Enkidu ist anfänglich etwas zögerlich und denkt, es wäre besser, nichts zu sagen, sonst flennt wieder unser Held wie ein kleines Mädchen am Boden rumheulend. Enkidu macht klar, dass sein Tod kein ruhmreicher war. Er wurde von Gewürm zerfressen und es sei kein erfreulicher Tod gewesen. Daraufhin fragt Gilgamesch, was denn ein erfreulicher Tod sei, wie es zum Beispiel mit denen in der Schlacht gestorbenen aussieht. Davon erzählt er Enkidu ein wenig und macht den Anschein, als sei nur der Tod durch das Schwert ein sinnvoller Tod. Und so erhält die Erzählung ein relativ abruptes Ende. Vielleicht würde es in einer 13. Tafel weitergehen und wir haben sie einfach noch nicht gefunden oder so ähnlich. Jedenfalls ist es ein bisschen komisch, das Ende. Aber prinzipiell geht es hier um die Darstellung des Todes und das Feststellen, was mit dem Körper passiert, der zu Staub zerfällt. Also dieses zu Staub zerfallen ist ein ganz wichtiges Thema, auch hier im Mythos
von Gilgamesch. Und das hat sich ja hingezogen bis in den heutigen Koran, ohne weiteres. Und auch der alte Bibelspruch von Staub zu Staub, dass man diesen Weg ja nimmt. Wo war ich? Und die. Ja, du willst was sagen? Sag nur. Nein, ich wollte die Stille übertünchen mit ganz schön Kleber damals. Kleber. Ja, die wussten Bescheid, die hatten das drauf. Ja, das glaube ich schon auch. Eben, dass man zu Staub zerfällt und wie die Toten in der Unterwelt behandelt werden, das zeigt sich einfach mythologisch ein bisschen hier. Ja, je nach Art des Todes, wenn man halt im Sterbebett liegt als alter Mann oder durch eine Krankheit stirbt, sind das alles wertlose Tode. Nur der Tod durch einen Kampf ist halt mit einem anderen ein schöner Tod. Mich hat das ganz klar daran erinnert, wie Odysseus auf seiner Reise auch an einen Fluss gelangt und als fast einziger Überlebender vermag, mit seinen toten Freunden, die er auf der Reise verloren hat, und seiner Mutter zu sprechen, die in sehr ähnlichem Stil von der Trostlosigkeit des Todes erzählen. Also die Mutter erzählt einfach, dass man leben soll und das genießen soll, und die anderen sagen, ja, wir haben unseren Tod jetzt nicht so schön in Erinnerung, weil wir hätten gerne im Kampf unser Leben gelassen, etc. Also da gibt es eine sehr starke Parallele, und die Odysseus-Geschichte ist geschrieben worden von einem gewissen Homer, oder nicht den Homer Simpson, sondern der Altgrieche, im 7. und 8. Jahrhundert vor Christus. Und jetzt ist die Frage, ist die Geschichte von dieser Totenerzählung aus dem griechischen Bereich oder aus dem mesopotamischen Bereich? Weil es kann gut sein, dass die Griechen einfach erst dann niederschreiben konnten, als sie eine Schrift selber entwickelt haben, aber die Geschichte trotzdem ihre eigene Quellen eigentlich wirklich entstammt und dass die Mesopotamier übernommen haben. Das ist dann schwer zu sagen, weil in der Odysseus-Geschichte wird sehr, sehr detailliert beschrieben, wie dieses Gespräch stattfindet. Und im Gilgamesch-Epos ist dieses Gespräch wirklich sehr, sehr kurz. Also ich tendiere persönlich dazu, dass die Odysseus-Geschichte älter ist und dann die Mesopotamier das irgendwie übernommen haben. Also ich sehe das auch so, die meisten Ursprünge sind ja eben aus diesem mesopotamischen Raum, aber irgendwann hat ja der Übergang stattgefunden, dass die Leute dann in Griechenland diese Entwicklung mitgemacht haben, die dann wieder zurückgeschwappt ist. Genauso sehe ich das auch. Also tut mir leid, ich muss dir leider zustimmen. Schon lange nicht mehr passiert. Mythologisch betrachtet hat man hier sich einen Sinn versucht zu konstruieren für den Zerfall des Körpers in der Erde, eine gewisse Nützlichkeit über der Erde zu Lebzeiten zu propagieren. Also man soll das Leben dann wirklich auskosten und es ist ein gutes Gut etc. Ein wichtiges Gut. Ich glaube, den alten Sumerern ist sehr, sehr bewusst gewesen, dass Menschen nur ein Leben besitzen und die Ewigkeit mit einem immer gleichbleibenden Verstand nicht existiert. Also ich denke nicht, dass die wirklich an eine Seele oder so geglaubt haben, die dann das Gedächtnis noch beibehalten vor allem. Das Epos ist somit, soweit wir erkennen können, damit beendet. Nach der Entdeckung dieser Geschichten auf Tontafeln hat man ja erkannt, dass so eine uralte Mythologie, die niedergeschrieben wurde, eine hochgradige Besonderheit besitzt. Die Geschichte hat sehr viel dazu beigetragen, vor allem dieser Flutmythos aus der Bibel zu relativieren und ziemlich problemlos für sich zu beanspruchen können, weil die Flut selber ist im Gilgamesch-Epos ein bisschen detaillierter beschrieben, finde ich. Auch wenn wir mittlerweile sogar wissen, dass dieser Teil der Geschichte selbst im Gilgamesch-Epos nur neu erzählt wurde, als nochmals älteren Märchen mit anderen Charakternamen versehen wurde, denke ich, das Gilgamesch-Epos viel, viel wichtiger als alle andere und eine der ältesten und
Einige behaupten auch, viele behaupten auch, es ist die älteste, mehr oder weniger vollständige Literatur, die wir noch haben. Da bin ich jetzt nicht ganz so einverstanden, weil ich habe aus anderen Schriften gelesen, dass Sanskrit zum Beispiel, die Geschichten im Sanskrit selber nochmal ein Stück älter sein können. Also von den Hindus, die Geschichten selber. Wo war ich? Momentchen. Doch durch die fast komplette Fassung dieses Mythos und des Alters wird Gilgamesch zu Recht oft als größter Held der Welt genannt. Naja, nicht mehr. Dazu noch als Abschluss der inhaltlichen Sendung etwas aus Futurama. Was mir erst, seit ich diese Gilgamesch-Epos wirklich vereinnahmt habe, wirklich bewusst wahrgenommen habe, diese Szene ist nochmal witziger gestaltet. Danke für deine Heldenhaftigkeit, Erdenroboter. Du hast deinen Planeten davor bewahrt, ein lebloser Feuerball zu werden. Du bist nun der größte Held in der Geschichte der Erde. Hier habe ich's gezeigt, Gilgamesch! Es geht ihm gut. Gelobt sei Gilgamesch! Warum der letzte Satz gelobt sei Gilgamesch noch gesagt wird, weil der Roboter in einer Szene zuvor noch diesen rothaarigen, halbnackten Kumpel hier auffordert, er soll über die Heldentat nichts sagen und darum versteckt sich der Roboter. Und der wichtige Aspekt hier ist, also halten die anderen trotzdem noch an der Größe Gilgameschs fest, so ähnlich wie halt vielleicht die meisten religiösen Menschen heutzutage es immer noch tun. Und weil sie es nur nicht anders wissen. Sie wissen also nicht von einer anderen Gegebenheit. Sie haben nicht genug Informationen, dass ihre Religion auf unvollständigem Wissen basiert. Eben fest sich daran klammern und zu ihrem Gott weiterhin beten. Also, ich fand einfach diese Szene sehr, sehr aussagekräftig. Ja, das war es eigentlich von mir aus. Wollt ihr noch über Formel 1 reden oder? Also ich auf keinen Fall. Ich habe davon keine Ahnung und will auch davon keine Ahnung haben. Nee, dann lassen wir das. Ich rede dann über... Das fiel mir nur gerade mit der Karte auf, die du vorher hattest. Dass da so diese Ortsnamen so toll sind, so mit Werner Ford und Lothar Porsche oder was das alles war. Und dann oben links der Konstantinopel. Das finde ich so toll. Aber ich will jetzt doch noch die letzten 7 Minuten halt erfüllen, damit die Stunde komplett komplettiert ist. Der Hadith kommt ja auch noch. Ich habe ja, dass die letzte Sendung hat mich auch teilweise sehr frustriert. Das kann ich verstehen, ich habe da ein bisschen gehört, also das war ja echt... Und ich mache auch kein Geheimnis daraus, ich habe einfach keinen Respekt für solches Verhalten. Nee. Und noch weniger Respekt habe ich dann für Leute, die das Video kommentiert haben. Also, echt? Da hat einer was kommentiert, habe ich gar nicht gesehen. Ja, und mit dem will ich eben noch kurz ausfüllen und Moment, wie hieß der Gute? Aber warum kommen die nicht in die Sendung? Warum kommen die nicht hierher? Weil der Ike, wenn es zu anstrengend wird, dann gleich am Rumheulen ist, wahrscheinlich deswegen. Also ich finde, ich habe 3 Stunden ausgehalten letzte, das ist nicht gerade wenig, 3 Stunden ausgehalten. Da geht es um eine Weltanschauung einer Person, da sind 3 Stunden einfach zu wenig, das zu ertragen. Das musst du über Wochen ertragen. Aber 3 Stunden am Stück, ohne irgendwie irgendeinen Schritt weiterzukommen, das ist schon... Ja, wie weiterkommen? Gab es auch einen Weihnachtsmann oder was? Kommt man nicht weiter, da kann man einfach nur Spaß haben. Oder auch nicht? Ja, ich habe mich ja auch, auch amüsiert, aber nicht nur. Also es ist ja nicht so, dass ich nur frustriert war, aber es hat viel Frust da drin gesteckt. Wie hieß der Typ? Also der hat sich natürlich dann verabschiedet, beziehungsweise ich habe ihn verabschieden lassen. Ja, oh mein Gott. Der Gable Therial. Ach Gott, das ist Gable, ein Idiot. Gabe the Real. Wie auch immer sein Name dann ist. Also der hat dann schon so angefangen zu motzen, dass wir nicht nachdenken. Und ja, aber der war doch hier in der Sendung. Jehova.
Der Gabe war nicht in der Sendung. Das ist doch der, der hier war, der absolut keinen Plan hatte. Nee, das war... Wie war das da? Der hinterher gesagt hat, ja, das stimmt, ich habe nicht nachgedacht, ich habe einfach nur so geschrieben und ich weiß ja gar nicht, was ich tue und ich habe ja keine Ahnung, was Atheisten sind, aber ich habe einfach reingeschrieben, Atheisten glauben, alles ist durch Zufall entstanden. Aber das weiß ich eigentlich gar nicht. Das habe ich eigentlich auch gar nicht so gemeint, aber ich habe es trotzdem geschrieben. Das ist derselbe Typ. Nee, das sind andere. Weil die Sache ist so, ich habe ja einen kleinen Kanal und ich sehe halt sehr schnell, wenn sich bei den Abo-Zahlen etwas ändert. Und dann gucke ich halt, was sich da geändert hat und kann mir halt Namen nicht gut merken, aber kleine Icons und Avatare kann ich mir gut merken. Und der hat sich vor 4 Monaten auf Weg zur Hölle als Abonnent eingetragen und der hat nie was geschrieben, der hat nie gemotzt oder so, der hat wirklich anscheinend einfach sich den Kanal abonniert und also auf Weg zur Hölle, ich rede von Weg zur Hölle, den alten Kanal. Und einmal hat er was geschrieben, weil er sich auch aufgeregt hat über den Zensurversuch, weil mein Kanal ja dann kastriert wurde. Und der hat mir quasi zugestimmt, dass Zensur nur der erste Schritt sei, etc. Und ansonsten hat er sich nie gemeldet. Und jetzt auf dem neuen Kanal, nach dem Christen-Bash, wenn ich das so nennen könnte vielleicht, keine Ahnung, und ich das nicht so respektiert habe, diesen ganzen Christen-Quatsch, da hat er sich auf einmal gemeldet, das erste Mal. Und das ist für mich halt ein Anzeichen gewesen, dass er die Sendung immer wieder verfolgt hat und das gut gefunden hat. Solange man auf Muslime eingegangen ist, hat er das noch gut gefunden, hat da nicht groß gemeckert. Aber als dann wirklich ein Christ hier reinkam und ich da nicht zimperlich mit ihm umgegangen bin, da musste er sich einschalten und irgendwas nachdenken. Also, da wurde es dann persönlich. Also der hat dann immer wieder den gleichen Mist erzählt, als Kommentar immer wieder runtergeprasselt und alle Punkte, die er in den Kommentaren genannt hat, habe ich mit diesem Jonas von letztes Mal ja versucht schon anzusprechen und also Wiederholung auf dümmstem Niveau überhaupt und dann hat er angefangen zu lügen und da hört es bei mir wirklich komplett auf, da ist jeglicher Anstand bei mir flöten gegangen und für mich ist er dann einfach nur ein dummes Arschloch geworden und das ist jetzt geblieben, ein dummes, lügendes, heuchlerisches Arschloch. Ja, aber du kannst ja nicht einfach Leute immer blocken. Das ist uncool. Mach ich nicht immer. Überhaupt nicht immer. Aber beim Lügen machen. Leute blocken ist uncool. Das sagst du so leicht, Jakob. Aber wenn du die ganze Zeit immer wieder versuchst, an den Verstand zu appellieren und der lügt und lügt und lügt und ja, lügt nochmals. Das ist vielleicht der Fehler, Alk, dass du versuchst, an Leute, die den Verstand verloren haben, an ihren Verstand zu appellieren. Na, also ich lasse auch Leute reden und machen und tun, aber irgendwann habe ich ja auch diesen Armin geblockt, weil der einfach dann die Leute angemacht hat, die irgendwas kommentiert haben und da war es dann auch irgendwann zu Ende. Ja, also bei Lügen hört es bei mir einfach auf. Mich kann man so beleidigen, wenn man will, mit dem habe ich weniger Probleme, aber beim Lügen hört es bei mir wirklich einfach auf. Da habe ich null Toleranz für sowas. Aber was hat er denn gelogen? Willst du den ganzen Chat sehen? Ich habe ihn extra noch einen Screenshot gemacht, aber der Screenshot ist 9000 Pixel lang, also auf einem Full HD Screen und dann ist er sozusagen ganze. Er hat jetzt über was gelogen, was er eigentlich vorher geschrieben hat und gesagt, nein, ich habe es nicht geschrieben oder was meinst du jetzt? Okay, ich lasse euch das jetzt zu Ende diskutieren. Ich kann dazu nichts beitragen und sage noch einen schönen Tag. Ja, ich kommt. Ciao. Ich mache auf jeden Fall noch den Hadith der Woche und dann muss ich das Fenster hier noch umgestalten. Ja, ich verlinke den Screenshot dann unter diesem Video. Wer da noch mitlesen will, den alten Kommentar, weil den sieht man ja nicht mehr. Ich glaube, also ich sehe. Gesehen, weil es dann schon weg war oder so. Ich sehe ihn nicht mehr, aber noch da ist keine Ahnung, weil ich habe ihn ja geblockt und ignoriert und gesperrt. Also vielleicht ist er noch da, ich weiß es nicht. Wenn du das als Channel-Owner machst, dann ist es komplett weg.
Ich bin mir da nicht so sicher. Es kann sein. Früher war das nicht so, da konntest du, wenn du einen anderen Channel hast, beziehungsweise einen anderen Account, war der Kommentar immer noch da, etc. Also, aber das weiß ich nicht. Google fummelt da ja immer wieder rum mit den Rechten, etc. Keine Ahnung. So, Bildschirm. Wo ist das Scheißteil? Da, Zufallsgenerator. Willst du Prophet spielen? Weil der andere Prophet... Ja, der andere Prophet, der macht schnell Formel 1. Ja, 221. Wie ist das groß? Oh mein Gott. Fast die Hälfte. Bist fast ein halber Prophet. Okay. Hoffentlich haben wir diesmal nicht so eine üble Geschichte wie letztes Mal. Das war schon eine vierseitige Story. 118, nee, das ist eine kurze Geschichte. Aus dem Kapitel Das Gebet. Eine Moschee kann auf öffentlichem Gelände errichtet werden, ohne dass jemand daraus einen Schaden erwächst. So äußert sich Ayab Al und Malik. Aisha, die Frau des Propheten, berichtet: Seit ich denken kann, bekannten meine Eltern sich zum Islam. Und kein Tag verging, an dem der Gesandte Gottes uns nicht morgens und abends besuchte. Eines Tages hatte Abu Bakr, mein Vater, die Idee, auf dem Platz vor seinem Hause eine Moschee zu errichten. So geschah es dann auch. Dort betete und rezitierte er auch den Koran, der da noch gar nicht existiert, aber egal. Die Frauen und Kinder der Götzendiener blieben oft bei ihm stehen und schauten ihm verwundert zu. Abu Bakr war ein Mann, der leicht in Tränen ausbrach. Besonders häufig passierte ihm das, wenn er aus dem Koran rezitierte. Also kurz, er ist ein Heulsuse und er heult noch mehr, wenn er den Koran rezitiert. Die Anführer der ungläubigen Quraysh waren wegen dieser Moschee und Abu Bakrs Frömmigkeit sehr beunruhigt. Ja. Ich finde die Überschrift ein bisschen komisch, wenn hier noch erzählt wird, dass eine Moschee auf öffentlichem Gelände gebaut werden kann, wenn kein Schaden daraus erwächst. Also, der hat einfach ohne Genehmigung gebaut und solange es niemandem wehtut, darf er das. Ja, eben. Naja. Und der Hadith selber soll das dann irgendwie noch rechtfertigen, obwohl du da null Rechtfertigung findest, sondern quasi die Beunruhigung der Öffentlichkeit eigentlich noch gegeben ist als Beweis. Peinlich. Ja, ist leider kein Christ gekommen, kein Muslim. Übrigens, ein Muslim hat sich auch gemeldet. Ach, echt? Also per Kommentarfunktion, der hat dann auch versucht, hier rumzuheulen. Hast du ihn auch geblockt? Noch nicht, nee. Ich habe ihn aber gewarnt. Der hat eine Lüge schon gesagt. Ja, aber was verstehst du denn unter einer Lüge? Ich steck das immer noch nicht. Da musst du die Kommentare lesen, weil ich habe die mir da Zeit genommen für den Typen und jeden seiner Sätze auseinandergenommen und Argumente gebracht, warum er Scheiße erzählt. Ganz einfach. Ja. Ich will jetzt ja nicht den ganzen, das ist eine dreiseitige Geschichte hier, ich will ja nicht alles vorlesen. Ja, okay. Nur weißt du, wenn du jetzt sagst, er hat auch gelogen, dann ist es jetzt immer so, weißt du, ja, was verstehst du denn unter Lügen oder so, weißt du? Nicht die Wahrheit erzählen, beziehungsweise nicht die Realität aufzeigen, die er genauso wie ich nachprüfen kann, ob das so ist oder nicht. Ja, das ist natürlich schon immer so eine Sache, ne? Aber das kann man nachlesen. Von dem Kommentar weiß ich, weil ich ihn selber noch sehen kann. Es sei denn, er löscht ihn. Der Motivation Daily heißt er. Aus der Episode 78. Der hat sich auch ganz entrüstet, dass wir doch Bauern seien aus der Schweiz.